Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, die letzte Aufnahmesession haben wir abrupt hier beendet, einfach weil es hier noch zu viele Asseln sind. Die wir hier noch platt machen müssen. Und ausbrennen müssen. Wo wollt ihr hin? Na gut. Alles klar. Zeritus, Zeritus. Astus. Bei meiner Axt. Okay, da kommt noch eine große. Candidus, aufgepasst. Der verpassen wir mal jetzt einen animationslosen Stich. So. Sanja. Dürfen wir jetzt erstmal die Kadaver plündern? Bitte? So, jetzt sind hier unten nur noch vier normale Gruftasseln. Das heißt, wir hauen erstmal das Nest kaputt, bevor wir uns mit denen anlegen. Einfacher Verband und Giftzähne. Gruftasseln haben interessante Sachen in ihren. So, fackeln wir die letzte noch ab. So, Asselplage ist abgeschlossen. Die Asselplage. Ich habe die Asselplage beenden können. Nun kann ich mich in Ruhe nach Hinweisen umsehen. Ja, ich habe auch den dritten und letzten Raum von der Asselplage befreien können. Es ist geschafft. Ja, aber Asselnester muss ich noch zerdeppern. Und da liegt eine gelbe Flüssigkeit in der Gegend rum. Okay. Mehr Heilzeugs. Sprich, Freund. So, Gegenstand gelbe Flüssigkeit erhalten. Die gelbe Flüssigkeit wurde aktualisiert. Ich habe eine gelbe Flüssigkeit im Assellager gefunden. Ich sollte Lugosch fragen, was es damit auf sich hat. Ich meine, ist er hier der Experte für Alchemie? Frage Lugosch um Rat.
Ich sollte zu Lugosch in den Tempel gehen und ihn zu dieser seltsamen gelben Flüssigkeit befragen. Ja. Das machen wir dann auch, wenn wir hier wieder raus sind. Dann habt ihr es aber gegeben. Noch ist in Murolosch der Tag nicht gekommen, da die Zweibeiner von den Krabbeltieren aus der Tiefe verdrängt werden. Jetzt muss ich aber erstmal nachsehen, ob noch alles am rechten Platz ist. Oh, diese Unordnung. Und wie schlimm ist es? Diese Verwüstung. Alles Mögliche zerbrochen oder angefressen. Aber Moment mal, die Steintafel meines Großvaters fehlt. Sie müsste eigentlich dort sein, aber der Platz ist leer. Sowas frisst das Getier doch nicht. Wer auch immer die Asten hierher gelockt hat, der hat wohl die Tafel gestohlen. Eine Steintafel wurde gestohlen. Was war das für eine Steintafel? Es war ein Artefakt, das von meinem Großvater in einen seltsamen Stollen gefunden wurde. Die Inschrift war fremdartig, nicht zwergisch auf jeden Fall. Wir sind darauf nicht schlau geworden. Wer steht denn so etwas? Ich habe dort hinten bei den Asselnestern diese Flasche mit gelber Flüssigkeit gefunden. Könnt ihr damit etwas anfangen? Nein, also mir gehört die auf jeden Fall nicht. Vielleicht kennt sich Lugosch ja damit aus, der alte Giftmischer. Hm, wem du auch sei, bringt mich hinaus. Natürlich, ich bedeute euch hinaus. Vielen Dank für eure Hilfe. So. Das heißt, eine Steintafel wurde gestohlen? Wie sieht es mit unseren Steigerungspunkten aus? So, gut genug, dass wir das mal auf Maximum bringen können. Und Körperkraft eins höher bringen? Oder haben wir irgendwelche Fähigkeiten, die wir vielleicht höher bringen sollten? Hm. Lass das mal Vorgrim machen. Ein Zwerg, ein Bock. So, jetzt... Oh, wir können bei Vorgrim noch einen Punkt so vergeben. Gut. Bei mir nichts mehr. Zwergnase übernimmt ja Vorgrim. Feinentschärfen können wir eins erhöhen mal. Oh, feilschen und überreden auch. Das ist praktisch. Gut. Wendala. Mal das hier auf Max bringen. Hier jeweils einen Punkt rein. Einen Punkt in Wildnis leben. Und da alles auf Max bringen. Ja, zaubermäßig. Mal Clarum Purum eins steigern. Alles klar. Gelädde ist. Ist hier als Maximum. Gladys könnte ein Klugheit vertragen. Was steigert denn noch die Astral? Mut, Intuition und Charisma. Also eigentlich eher Intuition um eins steigern. Hier braucht sie gerade nichts. Also zaubermäßig. Balsam ist Maximum. Armatrutz. Den Plurum Barum könnten wir mal steigern. So. Ich versuche mein Bestes. Das bin ich. Gut. Und dann gehen wir jetzt hier zum Tempel. Und ja, eigentlich können wir auch wieder unser Zeug weglegen. Also unsere Waffen. Sanja. Folgt mir.
So, Lukas. Ich habe schon gehört, dass ihr die Unschuld eurer Freundin beweisen wollt, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Ja, ich habe hier eine Flasche mit gelber Flüssigkeit gefunden. Könnt ihr mir etwas dazu sagen? Gib mal her. Gelb, dickflüssig mit Einschlüssen. Riecht nach hui, semi-klebrige Konsistenz. Wenn ich da alles täusche, ist das ein Lockmittel für manches Ungeziefer. Tausendfüßler, Ass und Skorpione. Es wird in der Wüste Kom hergestellt und ist recht selten. Wer braucht sowas auch? Ich habe gehört, die dunklen Großlinge der Wüste essen solches Ungeziefer, dass sie sonst den heißen Sand essen müssten. Ja, diese Händlerin hat doch Sachen aus Kom im Angebot. Habt ihr eine Ahnung, wer der Attentäter mit dem Gift an dem Wachen vorbei in den Tempel gekommen ist? Das musste er gar nicht. Das Gift war nicht im Essen, sondern im Bier. Und woher bezieht der Tempel sein Bier? Direkt von der Taverne. Meister Xolgorax hat ein eigenes kleines Bierfass mit seinem bevorzugten Gebräu. Wie geht es, Meister Xolgorax? Coin Gisha, er befindet sich auf dem Weg der Besserung dank eures Einsatzes. Er hält sich wohl beim König auf, weil es bei der Anklage auch um seine Vergiftung geht. Das war alles, lebt wohl. Zögert nicht wiederzukommen, wenn ihr mehr Fragen habt. So, das heißt, wir haben jetzt geschlossen die gelbe Flüssigkeit und haben einen neuen Eintrag hier. Die Kom-Verbindung. Ich habe die Ursache für die Asselplage gefunden und Lukas identifizierte mir die gelbe Flüssigkeit als ein seltenes Lockmittel, das nur in der Wüste Kom gewonnen wird. Aldessia kommt aus dieser Region, was nicht gerade ein gutes Licht auf sie wirft. Ja, das vergiftete Bier. Xolgorax wurde durch Bier vergiftet, so viel steht fest. Er bekam offensichtlich immer eine eigens für ihn gelagerte Sorte angeliefert. Es muss also jemand im Bierlager gewesen sein, der davon wusste. Ich sollte mich dieser Sache mal ein bisschen genauer umhören. Sprich mit dem Wirt. Ich sollte als erstes mit dem Wirt sprechen, um herauszufinden, wie das Gift in das Bier gelangt sein kann. Immerhin ist er der Lieferant und damit ein Stück weit verantwortlich. Ja. Wir können auch mal direkt mit Aldessia reden. Ein Hauch von Heme ist in ihren Zügen zu erahnen. Von ihr ist wohl weder Freundschaft noch Hilfe zu erwarten. Was ist euer Begehr? Ja, Arombolos hat mich zum Wahrheitsfinder ernannt. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Aber natürlich, werde ich gerne dabei unterstützen, diese scheußlichen Vorfälle aufzuklären. Ich fürchte aber, dass ich nicht viel dazu beitragen kann, denn ich habe nichts Auffälliges beobachtet. Wie steht ihr zu Salina, der Gauklerkönigin? Nun, von Gauklerei halte ich nicht viel. Ich verlasse mich lieber auf ehrliche Arbeit, wie ihr sehen könnt. Aber diese Salina scheint eine nette Person zu sein. Auch wenn ich sie nur vom Sehen kenne, denn ich habe nicht mit ihr gesprochen. Ich habe im Lager, aus dem die Steintafel gestohlen wurde, einen Assellockstoff aus der Kurm gefunden. Stammt er aus euren Beständen? Ganz sicher nicht. Für so etwas gibt es hier keine Kunden. Ein Mittel, das die Biester vertreibt, wäre viel eher zu verkaufen. Nun gut, ich habe keine Fragen mehr. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Wo ihr schon hier seid, wollt ihr vielleicht einen Blick auf meine Waren werfen? Ja, zeigt nochmal her. Also nichts Wichtiges. Gut. Wir könnten aber so dreist sein. Alles klar. Tragen wir noch unseren... Nein, wir tragen keinen Ring, aber wir können es trotzdem versuchen. Rückt mir nicht so auf die Pelle. Ja, kein weiterer Taschendiebstahl mehr möglich. Die Frau sieht aus, als würde sie nie einen trinken. Ah, sowas macht mich immer misstrauisch. Ja. Gut, das heißt, wir gehen in die falsche Richtung. Zum Wirt geht es in die andere Richtung. Und ja, wir können jederzeit Gerling um Hilfe fragen. Vielleicht hat sie uns noch was zu sagen, oder sie? Ah, da seid ihr ja wieder.
unsere Tavernen haben eine ungeheure Anziehungskraft. Ja, ich untersuche die Vorwürfe gegen Salina. Könnt ihr mir bei der Wahrheitsfindung helfen? Ich wüsste nicht wie. Ich habe gerade Dienst frei und ich habe von den ganzen Vorfällen auch erst durch Hörensagen gehört. Schade, trotzdem danke. Was ist mit dir?